Der Wahnsinn der Angst kennt keine Grenzen. Jetzt ist es schon soweit, dass wir über eine Corona-App nachdenken, um das Virus zu bekämpfen. Es geht also immer weiter und immer weiter. Und das ist sicherlich erst der Anfang. Wenn das jetzt schon so anfängt, dann kommen da noch vielleicht noch größere Eingriffe. Und ich frage mich, ob das alles in eine gute Richtung geht, ob die Zeit und Energie, die jetzt dafür investiert wird, sinnvoll investiert wird. Denn was passiert durch diese ganzen Maßnahmen und auch durch diese Corona-App? Das alles sorgt dafür, dass die Angst in der Bevölkerung andauert und größer wird. Denn wenn ich so eine App auf meinem Handy habe, dann gucke ich ja auch regelmäßig drauf, ob ich jetzt mit so einer infizierten Person Kontakt hatte, ob ich selber in Gefahr bin, in Gefahr, ja. Und ja, ob ich noch gesund bin oder nicht. Das heißt, dieses Ding hat Einfluss auf mein tägliches Leben, genauso wie die Nachrichten, die ich jeden Tag schaue. Und diese Angst, ja, die ist verheerend. Wenn ein Gefühlszustand über längere Zeit aktiv bleibt, dann ist es äußerst ungesund. Egal, ob das nun die Angst ist, die Wut oder die Traurigkeit. Gefühle kommen eigentlich und gehen dann auch wieder, wenn wir sie gefühlt haben. Aber das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir die Angst gar nicht richtig fühlen wollen. Das heißt, wir sehen etwas Bedrohliches und wollen das, was bedrohlich ist, sofort eliminieren, ja, weil wir eine Angst davor haben. Wir haben also auch eine Angst vor der Angst. Etwas macht uns Angst und dieser eigenen Angst wollen wir nicht begegnen, weil wir schon Angst vor der eigenen Angst haben. Und in diesem Stadium ist auch nicht verwunderlich, was die Politik und so weiter da machen. Das sind ja auch nur Menschen. Sie versuchen zu kämpfen. Sie versuchen etwas zu bekämpfen. Damit bekomme ich aber nie den Kontakt mit der eigentlich vermeintlichen Gefahr, sondern ich schiebe es nur weiter vor mir her und weiter hinaus und verzögere den ganzen Prozess. Wenn ich einen Gegner besiegen möchte, dann muss ich ihn verstehen und ich muss mich ihm annähern bzw. ihn kommen lassen. Und das bedeutet, wenn diese Angst jetzt andauert, weil wir so eine Angst vor der Angst haben, ja, dann schwächt uns Menschen das. Beziehungsweise die Menschen, die nicht gelernt haben, mit den Gefühlen umzugehen und in der Liebe und im Vertrauen zu bleiben. Wenn die Angst jetzt ein Dauerzustand wird, vielleicht jetzt schon seit Wochen und in Zukunft noch über weitere Wochen, vielleicht sogar weitere Monate oder noch länger, dann schwächt uns das und sorgt erst recht dafür, dass wir krank werden. Weil die Energie der Angst aufrechterhalten hat und vom Gefühlskörper in den materiellen Körper übergeht und sich dort manifestiert. Wie zum Beispiel durch eine Viruserkrankung. Aber das ist auch nur ein Beispiel von vielen, denn Krankheit hat auch immer eine Bedeutung, was auch immer da passieren wird. Nun gibt es so eine ganz große Hysterie gegenüber dem Wort des Infiziertseins. Ja. Dabei können beliebig viele Menschen infiziert sein und dabei gar nichts merken und überhaupt gar keine Krankheitserscheinungen haben. Das heißt, allein, dass man Kontakt mit so einem Virus hat, das bedeutet erstmal gar nichts. Ja, es muss die Gesundheit in keinem Fall beeinträchtigen. Im Gegenteil, es stärkt unser Immunsystem, wenn unser Körper lernt, gegen bestimmte Fremdeinflüsse zu agieren und Antikörper zu entwickeln.
Das ist auch die Philosophie dahinter, warum man Kindern auch es ermöglichen kann, Kinderkrankheiten durchleben, anstatt sie gegen alles und jeden zu impfen. Ja? Die Kinder wachsen daran und nach der Philosophie von Rudolf Steiner zum Beispiel sorgt es auch dafür, dass die Psyche, die Seele daran wächst und gestärkt durchs Leben gehen kann. Was bei uns jetzt gegenwärtig geschieht, ist, dass man sich gegen alles und jeden absichern will. Man versucht, das Thema Tod aus dem Leben komplett zu eliminieren. Ja, wie als ob wir unsterblich wären. Aber Tod und Krankheit, das ist nun mal ein Teil des menschlichen Lebens. Und es reicht ja schon, wenn ich auf die Straße gehe, um mich dem Tod auszusetzen, beziehungsweise Gefahr zu laufen, getötet zu werden, Verkehrsunfälle und so weiter. Da sterben ja wesentlich mehr Menschen. Ganz zu schweigen von den Leuten, die durch Drogeneinflüsse sterben, wie Nikotin oder Alkohol. Da wird aber auch nichts unternommen. Ne? Sondern jetzt kommt dieser Virus, der auf einmal so viel Raum einnimmt und so viel Angst und Schrecken versetzt, wie ich es in meiner Geschichte noch nie erlebt habe. Und ein Ausweg dafür ist es, und meine Empfehlung dafür ist es, in das Vertrauen und in die Liebe zu gehen, gerade auch um das Immunsystem zu stärken. Denn wenn ich mich von all dem nicht verrückt machen lasse und vielleicht den Medienkonsum minimiere oder gar abschalte, dann sorge ich dafür, dass ich positive Emotionen in dieses kollektive Feld da draußen sende. Momentan ist das ein Feld der Angst, ein kollektives Feld der Angst. Und dieses Feld der Angst erzeugt weitere Kontrollmechanismen. Wer Angst hat, muss kontrollieren. Und wer jetzt nicht in einem Kontrollstaat leben möchte oder ein Leben voller Kontrolle, der muss lernen zu vertrauen und in der Liebe zu sein. Deswegen geht für mich diese ganzen Investitionen über diese Corona-App, das kostet ja auch viel Zeit, ja, diese Infrastruktur dafür bereitzustellen und das ganze Verfahren dann am Laufen zu halten. Für mich gehen diese Investitionen am Ziel vorbei, denn sie sorgen weiterhin dafür, dass die Menschen noch mehr Angst haben, dass sie eben nicht ins Vertrauen gehen und dass sie eben nicht gestärkt werden, sondern dass ihre Psyche weiterhin mit Angst belastet wird. Auch vor dem Virus haben wir schon in einer Matrix der Angst gelebt. Existenzängste, ja, weil es kein wirkliches bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Ist aber auch nur ein Beispiel. Und durch den aktuellen Corona-Fall wird das alles nochmal richtig schön an die Oberfläche gebracht, was wir bislang an Ängsten unterdrückt haben, nicht sehen wollten. Umso wichtiger ist es jetzt, aus meiner Perspektive, bewusster damit umzugehen, bewusster auch mit dem Gefühl umzugehen und auch mit der Thematik, was wirklich für Gesundheit sorgt. Kann ich mich wirklich gegen alles und jeden schützen und meinen Körper unverwundbar machen durch Impfen und das ganze Zeug? Das ist höchst fragwürdig, höchst fragwürdig. Laut Rüdiger Dahlke schwächt Impfen auch langfristig das Immunsystem und man wird noch empfänglicher für andere Krankheiten. Er sagt auch, dass die Krankheit ein Spiegel der Seele ist. Das heißt, wenn es der Seele nicht gut geht, dann sind wir offen für Krankheit. Also alles, was da ist in unserem Leben, möchte uns etwas sagen. Und wenn wir damit nicht bewusst umgehen, dann kann ich mich so viel schützen, wie ich will. Dann wird mich halt der Blitz treffen. Ja? So,
Was wäre nun eine sinnvolle Investition der ganzen Mühe und Arbeit, die sich die Politiker machen und die Menschen, die versuchen, das Virus zu bekämpfen? Ja? Das könnte zum Beispiel sein, dass man für die Gesundheit der Menschen sorgt, für die wirkliche Gesundheit der Menschen, für die psychische Gesundheit und die körperliche Gesundheit. Ist das, was wir täglich essen, gut für die körperliche Gesundheit? Wie viele Menschen ernähren sich noch von Fastfood, was wissenschaftlich bewiesen ist, nicht gesund ist? Ja? Wie viele Menschen haben es gelernt, sich gesund zu ernähren? So einfache Dinge wie auf Vitamin C zu achten und ausreichend Gemüse zu essen, ja? Da wird nicht viel Aufwand betrieben, den Menschen das nahezulegen. Stattdessen sollen sie jetzt so eine App installieren, um in Angst zu leben und sich zu schützen. Von meiner Seite aus, ja, höchst fragwürdige Investition und höchst fragwürdige Richtung, in die das Ganze geht, da sich hier auch die Freiheit des Einzelnen auch durch den psychischen Druck, allein schon durch den psychischen Druck, eingeschränkt wird. Der Mensch bekommt Angst jedes Mal, wenn er den Wunsch verspürt, sich mit einem Menschen treffen zu wollen. Allein die Existenz eines anderen Menschen sorgt jetzt dafür, dass man Angst davor hat, infiziert zu sein, infiziert zu werden, krank zu sein und weiß ich nicht was. Ja, dabei ist dieses Virus für die meisten Menschen völlig unbedenklich und sie spüren dabei gar nichts. Und meine Erinnerung ist einfach, mal einen Gang zurückzuschalten, sich den eigenen Gefühlen zu widmen, hier in die Klarheit zu kommen, um wieder klar sehen zu können. Denn wenn ich ständig aus der Angst heraus agiere, kann ich keine klare Entscheidung treffen. Aber das ist eine Arbeit, die muss jeder für sich machen. Natürlich begleite ich die Menschen auch dabei, ich und mein Coaching-Team, wenn es um den Umgang mit Gefühlen geht. Da kannst du dich gerne melden auf eliasfischer.de für ein Erstgespräch. Da sind wir für dich da. Aber die Entscheidung dafür, wie er damit umgeht, das muss jeder Mensch selber treffen. Und meine Empfehlung ist, dass du dich für die Liebe öffnest, dass du schaust, auch wenn du jetzt in Quarantäne bist oder sonst wo, schau, dass du dich um dich wirklich kümmerst. Das ist jetzt das Beste, was du tun kannst. Schau, was du wirklich tun möchtest und reflektiere auch dein Leben, ob du dein Leben bisher so gelebt hast, wie du es wirklich tun wolltest. Und wenn nicht, dann werd dir dessen klar und öffne dich auch dafür, dein Leben zu verändern und in eine andere Richtung führen zu lassen. Dahin, wohin dich dein Herz auch zieht. Es ist alles da, was wir brauchen für unseren Weg und für Gesundheit. Wir müssen das nur nutzen und uns eben nicht von der Angst verrückt machen lassen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute.